Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Zur gleichen Zeit, während wir hier die Aktuelle Stunde halten, stehen ca. 100.000 Lehrer vor ihren Klassen. Sie müssen auch pünktlich sein, sie müssen vollzählig sein, das ist ein bisschen anders als hier, und sie müssen präsent sein. Der Lehrerberuf ist ein herausfordernder Beruf, verstecken ist da nicht möglich, das merken Schüler sofort. Und was in vielen anderen Berufen vielleicht mal möglich ist, dass man sich ein bisschen zurücknimmt, wenn man sich etwas schlechter fühlt, wenn man müde ist, das lässt sich im Lehrerberuf so nicht machen. Mehrere Stunden den ganzen Tag über vor der Klasse stehen, ist eine große Herausforderung. Der Druck ist enorm. Das betrifft nicht nur die Korrekturen, der zeitliche Druck, das ist aber auch der Erfolgsdruck, sei nur das Übertrittsverfahren, aber auch das Abitur genannt. Und der Lehrer, er befindet sich in einer gewissen Sandwich-Position, den Schülern gegenüber, die Eltern auch immer im Rücken. Und auf der anderen Seite natürlich die Schulleitung und das Ministerium mit entsprechenden Vorschriften. Kein leichter Beruf und oftmals fehlt die Anerkennung. Am deutlichsten hat das einmal ausgedrückt ein Ex-Kanzler, ich will den Namen gar nicht nennen, der in einer Schülerzeitung eine Pauschalbeschimpfung gegenüber allen Lehrern ausgeübt hat. Eine schlimme Entgleisung damals, die ich, wie gesagt, gar nicht zitieren will. Sie sind natürlich Ziel mancher Attacken und das ist auch sehr leicht zu tun. Ich will deshalb die Gelegenheit hier ergreifen, den über 100.000 Lehrern in Bayern, es sind, glaube ich, knapp über 114.000, Dank zu sagen für den Einsatz, den sie tagtäglich hier leisten an den Schülern. Ich glaube, das ist ein Zeichen, das wir hier über die Fraktionen hinweg vom Parlament auch aussenden können. Vielen Dank für diese Arbeit. Es reicht aber, glaube ich, nicht nur Dank zu sagen, verbal, das ist manchmal leicht, es tut aber auch gut. Es geht auch um Geld und es geht um Zeit. Und da geht es uns gerade auch in dieser Aktuellen Stunde um auch Einstiegsgehälter, die es zu erhöhen gilt, ein Zeichen zu setzen an genau diejenigen, die auch Lehrer werden wollen. Und das machen wir genau anders als die CSU, die hier Zeichen setzt bei der Referendarzeit, die Hürden zu erhöht, um Lehrer, wortwörtlich gesagt, vom Beruf abzuschrecken. Insbesondere die Grund- und Mittelschullehrer haben wir da auch im Blick. Ich sage es ganz deutlich, wir Freien Wähler, wir stehen zu einem differenzierten Schulsystem. Wir wollen es, wir wollen verschiedene Schularten, wir wollen sie nicht gleich machen, aber wir sehen die Gleichwertigkeit des Lehrerberufs. Und ich sage ganz deutlich, auch Grund- und Mittelschullehrer haben ein Universitätsstudium gemacht. Sie haben eine Referendarzeit absolviert, sie haben zwei Staatsexamen, das ist alles ehrenwert und insofern haben sie auch verdient, ein entsprechendes Einstiegsgehalt zu bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen aber auch die Beförderungsämter ausbauen. Das ist der Beweis für geleistete Arbeit, das kennt man aus der Ministerialverwaltung. Das ist gut, wenn man gute Arbeit leistet und dann auch befördert werden kann. Das gilt zum Beispiel bei den Realschullehrern, da gibt es nicht so viele Beförderungsämter, die haben A13 als Einstiegsgehalt, aber bei den Beförderungsämtern schaut es dünn aus. Aber auch im Gymnasium, bei den beruflichen Schulen, aber auch bei den Grund- und Mittelschulen, bei der Schulleitung, da muss einiges getan werden, denn wir finden dort nicht so leicht Lehrer. Und dann geht es insgesamt um vernünftige Personalplanung. Jedes Jahr werden mehrere hundert Referendare nicht übernommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Lehrerdecke wieder zu kurz und man sucht verzweifelt Lehrer. Hier geht es darum, eine vernünftigere Personalplanung im Ministerium und darüber hinaus vorzunehmen. Es geht auch darum, die befristeten Verträge abzubauen und einen kontinuierlichen Nachwuchskorridor für Top-Absolventen zu gewährleisten. Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Vorschläge als Freie Wähler. Die geschätzte Kollegin Gottstein wird nachher noch das eine oder andere dazu ausführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lehrerinnen und Lehrer gestalten unsere Zukunft. Sie werden immer mehr zu Feuerwehrleuten in einer disruptiven Gesellschaft. Das, was früher im Elternhaus geleistet wurde, wird heute teilweise im Schulhaus geleistet. Ich nenne nur Digitalisierung, Medienkompetenz, Alltagswissen, Inklusion, Migration, Flüchtlingsthematik. All das findet auch in unseren Schulen statt. Und da kann man nur sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Aufgabe des Lehrers wird immer anspruchsvoller. Und wenn Bildung
wie wir es ja alle sagen, der Schlüssel für die Zukunft unserer Gesellschaft und für jeden Einzelnen ist, dann sind Lehrerinnen und Lehrer die Hüter und Gestalter dieses Schatzes. Und deshalb lasst sie uns auch hegen und pflegen und den Lehrerberuf attraktiver machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür stehen wir als Freie Wähler. Dankeschön. Dankeschön, Kollege Piatz.